Hallo und herzlich willkommen bei TechPros. Im heutigen Video das Unboxing zur Elgato Game Capture Card HD60. Das ist die nächste Generation von der ersten Generation und zwar unterstützt sie jetzt Xbox One und die PlayStation 4. Hier steht noch Next Generation Gameplay Sharing und schauen wir mal, was auf der Verpackung ist. An der Seite ist nichts. Hier steht nochmal Game Capture Card HD60 und hinten noch Informationen. 1080p mit 60 Frames per Second. Das ist ganz gut. Ultimate Game Capturing mit Kommentarfunktion eingebaut in der Software, das ist ziemlich cool. Hier unten haben wir noch, man kann es live gleich auf Stream oder man kann es gleich streamen auf Twitch oder YouTube. 1080p haben wir schon gesagt und zwar geht es auf Mac und Windows 8. Es wird mindestens Windows 7 mit dem Service Pack 1 benötigt. Und ja, dann fangen wir auch mal gleich an, das Ganze auszupacken. Und zwar machen wir mal hier einen Schnitt rein. Geht deutlich einfacher als bei den PlayStation 4 Verpackungen. Meine Abonnenten wissen, wovon ich rede. So. Das Messer mal weg, bevor sich noch jemand verletzt. Und dann ist das hier so ein Pappschieber. Hinten ist nichts mehr drauf. Und dann öffnen wir das Ganze. Hier haben wir gleich das Gerät an sich selber. Es sieht aus wie so eine kleine Festplatte. Mehr ist es auch gar nicht. So schaut es von vorne aus. HD60. Hier haben wir den HDMI Out. Auf dieser Seite haben wir den Mini-USB-Port, den HDMI-Port. Und wahrscheinlich ist das eine 3,5 mm Buchse. Auf der Rückseite haben wir hier so eine Gummierung, damit das Ganze wahrscheinlich nicht rutscht. Testen wir das Ganze mal. Ja, doch, rutscht eigentlich. Vielleicht auf verschiedenem Untergrund. Hier ist jetzt mal Holz. Schauen wir mal weiter, was sich in der Verpackung befindet. Ach, hier steht sogar noch ganz cool. HDMI In, USB und Audio und Out. Hatten wir alles richtig. Dann fangen wir hier noch an. Das sind die Kabellagen wahrscheinlich. Legen das Gerät hier mal beiseite. Hier haben wir ein Kabel. Und zwar ist es ein USB 2.0 auf Mini-USB. Hier haben wir ein HDMI auf HDMI, also ein HDMI-Kabel. Auch ganz cool, dass dabei ist. Und des Weiteren haben wir noch ein Elgato Gaming-Aufkleber, was ziemlich cool ist. Nett, dass dabei ist. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Na, da ist nichts mehr drin. So, legen wir das hier auch mal beiseite. Im Lieferumfang, wie zu sehen ist, zwei Kabel, ein Mini-USB, ein HDMI-Kabel, einmal die Game Capture HD, das Gerät selber und ein Aufkleber. Das soll es gewesen sein. Ihr könnt euch auf Let's Plays und Gameplays freuen. Zuerst einmal Gameplays und wenn jetzt demnächst mal wieder ein gescheites Spiel rauskommt, dann fangen wir wahrscheinlich mit einem Let's Play an. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Das wäre super. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.